Krass. Ich glaube, ihr seid froh, dass ich nicht auch mit dem Besenstiel auf die Bühne gekommen bin. Das hätte gefährlich werden können. Jetzt ruh dich doch schon mal aus. Ich werde gleich noch mal zu dir kommen. Wir haben nämlich die fantastische Gelegenheit, die Friedensband doch noch mal versammelt hier live zu interviewen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn so ein Film vorbei ist, der so richtig gut war, dann möchte man eigentlich nicht aufstehen. Ich habe hinter mir Stimmen gehört, die sagten, och. Und ja, jetzt haben wir diese wunderbare Möglichkeit, doch noch ein bisschen länger hier zu sein und hinter die Kulissen zu schauen. Es ist ja doch immer interessant, wie entsteht so ein Film? Wie sieht es wirklich an den Drehtagen aus? Was steckt hinter diesen Schauspielern wirklich? Und deswegen haben wir die Freude, jetzt nochmal alle 8 Schauspieler auf der Bühne begrüßen zu dürfen. Gehen wir nochmal kurz zum Film. Du entwickelst dich ja zwangsläufig zu einem Spezialist für Terroreinsätze. Und bei der Frage, wer jetzt wirklich die Drahtzieher hinter all diesen Anschlägen sind, kommt es bei euch ja in der Gruppe zu sehr unterschiedlichen Meinungen. Beinahe eigentlich zum Streit, zu einer Spaltung. Aber es kommt nicht zu einer Spaltung. Warum? Was hast du dazu beigetragen, dass es nicht passiert? Also genau das, da wurde es brenzlig, also eigentlich das totale Aus. Wir waren kurz davor, alle vereint zu sein, und dann scheint es, als wären wir auswegslos auf verschiedenen Schienen gelandet. Und da sage ich nur, hey, die Einseite ist der Schlüssel. Also wenn ich sage, wir sind, das ist diese Offenbarung einfach, wo ich sage, hey, wir sind nur einer, wir können ja gar nichts bewegen alleine. Und wenn wir jetzt in verschiedene Richtungen gehen, können wir gerade die Koffer packen eigentlich. Und dann habe ich gesagt, ich lege die Hand für euch ins Feuer. Ja, genau. Kannst du das auch, wenn man mal hinter die Kulissen guckt, auch sagen, habt ihr das auch so erlebt als Schauspieler, wenn jetzt mal gerade nicht die Kamera lief oder eben, was habt ihr einzeit auch praktisch für euch erlebt? Also ich denke auf jeden Fall, ja. Also es ist das hat uns sehr zusammengeschweißt, so als ganze Crew irgendwie. Ich mag mich da erinnern an die ganze Szene wo wir halb nackt waren oder fast nackt. Da habe ich dann auch mit Leuten, die da uns geholfen haben, da habe ich zum Beispiel Bodyguards gehabt, die geguckt haben, dass wenn da die Frauen durchrennen, dass die mich nicht sehen mit meinem eigentlich nur Schaum, was ich da noch hatte. Und das hat so echt hat geholfen, ja, einfach zusammen irgendwie zu wirken. Ja, sehr also, schön. Nur ein Beispiel, einfach wo ich merke, ich bin angewiesen auf die anderen, ja. Ja, ja, wolltest du was ergänzen, Caro? Ja, ja, wir waren ja nicht dabei, die Ehefrauen, das war gut, wir haben getrennt gedreht, das, ja. War vielleicht besser so. Du bist nicht nur im Film ein Spezialist für die ganze Terrorthematik, sondern man könnte sagen, du bist ein Gigant, was Terrormanagement und Information angeht. Kannst du da noch einen Satz zu sagen vielleicht? Ja, also es ist wirklich spannend, dass ich habe mich sehr gefreut auch über die Gelegenheit, diese Themen mal anders an die Leute ranzutragen in einem Spielfilm. Und da, also einfach zusammenfassend kann ich nur sagen, es ist einfach cool, dass wir es einfach auf den Punkt bringen können, in der Kürze eigentlich zu zeigen, ist überall Übung und dann ist der Ernstfall oder überall kannst fast eine Packliste für Terroristen machen, Pass bitte nicht vergessen. Also eigentlich überall diese Gleichheiten, das es zeigt, ist einfach inszeniert. Und das in der Kürze auch in diesem Film zu bringen, das hat echt... Ich hoffe, du machst das weiter und hilfst uns, die Welt und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Vielen Dank, Joshua. Ja, darf ich mich an dir vorbeimogeln zu deiner Filmfrau? Du bist aber studierte Musikerin und kennst bestimmt die Musikszene auch ein bisschen von innen. Wenn du jetzt mal sagst, das, was du hier im Film erlebt hast, verglichen mit dem, wie es einfach so, ich sag mal, im Alltag passiert, hast du da einen Vergleich? Ja, also ich muss sagen, das ist das, was mich wirklich sehr begeistert hat hier, eben bei dieser Filmarbeit. Also man kennt, und ich bin oft auch mit Künstlern zusammen, mit Musikern,
Und da ist immer so dieses Konkurrenzdenken immer mal wieder da und ich kann das besser und ich will mehr singen als du und ich bin die bessere Sängerin und so. Und das war hier wirklich überhaupt nicht der Fall und das fand ich wirklich ganz toll, wo man wirklich gespürt hat, wir haben irgendwie eine gemeinsame Mission, wir wollen diesen Film machen, wo wirklich was verändert, wo was durchschlägt und da, ja, da haben wir eigentlich diese Einheit oder dieses, ja, dieses Vereint eigentlich auch live erlebt und das war richtig schön, ja. Also ich glaube, man hat es am überzeugendsten am Ende gespürt, wo das Schlusslied auf der Leinwand lief und ihr dann dort alle standet und man wusste gar nicht, wo soll ich jetzt hingucken, was ist real, was ist Wirklichkeit. Es war wirklich sehr stark überzeugend, also für mich, wie ihr das auch wirklich seid, ein Stück. Ja? Man möchte fast dazugehören, aber die Gruppe ist beschränkt auf 8. Gut. Sag mal, es gab da so eine Szene im Dreh, da ging es dir gar nicht so gut, obwohl man das gar nicht bemerkt hat. Ja, in dieser Autoszene, die man gesehen hat, wo ich mit Joshua zusammen gespielt habe, da ging es mir also körperlich, ich war fix und alle, ich konnte überhaupt nicht mehr. Aber das war so toll zu erleben, wie die ganze Crew und alle sich so um mich gekümmert haben und auch zu erleben, dass, ja, ich würde mal sagen, der Himmel hat es irgendwie subventioniert oder in diesen Momenten, wo man ganz schwach ist, da ist dann die Kraft voll ausgeflossen und vor allem auch, also dann sind die Kameras angegangen und dann war wie, ja, eine andere Welt und das war echt schön, ja. Wunderbar. Ich gehe einen Schritt weiter, vielen Dank. Quetsche ich bei Ihnen, weil bei mir steht hier oben Mike, der Renzo, und ich wollte dich fragen, du hast ja mehrere Gitarrensolos dahingelegt, wo es echt abgegangen ist. Und wie fühlt sich das so an, wenn man dann vor 2000 Leuten plötzlich Gitarrist, Superstar ist und gefeiert wird? Das spürt man doch bestimmt auch hier oben auf der Bühne, oder? Es ist anstrengend. Es ist immer wieder sehr, sehr schwer für mich. Deswegen war ich immer gern Bassist. Man steht hinten. Man muss sich nach vorne laufen. Und ja, das war sehr gewöhnungsbedürftig, das letzte Jahr bei den Drehtagen. Du weißt aber schon, dass wir dir das nach dem Film alle nicht mehr glauben, dass du gern hinten stehst. Ja, genau. Du, Mike, du hast mit deiner Licht- und Liebe-Frau ja so ein bisschen mit den Augen gespielt und ich war immer fasziniert. Kannst du das immer noch? Was meinst du genau? Ach so. Das sah schon krass aus. Hast du auch lange geübt dafür? Haben wir? Nein. Spontan in der Szene? Genau. Okay. Ich gehe weiter zu Licht und Liebe. Oder später Pflicht und Hiebe. Du hast eine Verwandlung genommen in dem Film? Ja. Welche? Also ich war eigentlich eher so gedacht als die ganz ruhige, entspannte und wir klären das alles mit Meditation und dann habe ich ja irgendwann die Erkenntnis gehabt, Mist, so geht's auch nicht und bin dann auf die andere Seite ein bisschen gekippt. Okay, was hat dich denn an den Drehtagen am meisten, ich sag mal so, beflügelt? Definitiv die Wohlfühlatmosphäre. Als erstes Mal Schauspielerin war das so wahrscheinlich der erste Gedanke, den ich hatte, oh Mann, wie macht man das? In eine völlig andere Rolle schlüpfen, vor so vielen Leuten und der Crew und den Kameras und dann nicht aufgeregt sein und in der Realität war ich nie aufgeregt. Es war so eine getragene Atmosphäre, das hat mich jedes Mal umgehauen. Es war wirklich Wahnsinn, null Konkurrenz, null Neid. Es war wie, einfach man hat sich gegenseitig getragen und je besser der andere war, desto mehr hat man sich selber gefreut. Und trotzdem ist nicht alles sanft und glatt geblieben. Du hast auch schon ein bisschen randaliert, oder? Aus Versehen. Unsere Türe hat sie kaputt gemacht. Die ist ja eingerannt. Die ist beim Dreh kaputt gegangen. Wollt ihr uns ein bisschen einweihen? Das war die Wohlfühlatmosphäre. Ja. Ich bin so in meiner Rolle aufgegangen, in dem Moment, wo ich diese Wohnung stürmen sollte, habe ich meine Kraft ein bisschen unterschätzt und auch die Stärke der Haustür und bin da dann reingerannt und danach war die Tür kaputt und dann konnten wir die Szene eben nur einmal machen, aber es war alles gut. Ich war heil.
Und der Schock in deinem Gesicht, der war echt. Jetzt habe ich was kaputt gemacht. Und eine Waffe am Kopf. Also so. Und ihr wohnt jetzt mit einer offenen Tür? Nee. Also ich habe mir gedacht, das kann, also schönes Andenken ist es ja, aber ich bin jetzt umgezogen. Ich bin auf die andere Straßenseite gezogen. Ich dachte, der Ruf ist weg, also dann gehen wir mal auf die andere Seite. Pascal, Ahmed Attar, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, ich glaube, ja. Mhm. In einer der Schlüsselszenen kommt ein ziemlich krasser Satz von dir. Hast du den noch drauf? Wir sind am Arsch. Du meinst den? Wir sind am Arsch? Den meine ich, ja, den genau. Meinst du, ja. Was ist der Zusammenhang von diesem Ausspruch? Wir haben einfach gemerkt, gell, bei allem, wie wir uns richtig gefreut haben, jetzt was bewegen zu können und dass wir einzeln an einem Strang ziehen, kommen wir doch auf ein ganz anderes Ergebnis. Also wir hatten ein existenzielles Problem, wirklich ein existenzielles Problem, weil wir uns plötzlich nicht mehr eins waren. Und haben wir gemerkt, jetzt ist fertig, lustig. Genau, und es kommt nicht zur Spaltung, das ist die gute Nachricht, ihr bekommt sogar den Friedensnobelpreis. Genau, wie war das möglich? Das war eigentlich, weil wir verstanden haben oder weil wir gemerkt haben, was hier vorgeht. Oder wir haben es irgendwie wahrgenommen, dass da was ganz gewaltig nicht sein kann. Wir haben es vorhin sehr, sehr gut verstanden, dann plötzlich nicht mehr. Und dann ist es, haben wir uns eins gemacht. Wir haben uns verbunden, wir haben uns nicht entgegen allen Umständen haben wir uns wirklich unsere Herzen zugewandt. Komm, wir bleiben zusammen, wir gehen gemeinsam durch. Und das war der Schlüssel. Jetzt war das der Schlüssel im Film. Wie sieht das bei dir hinter den Kulissen aus? Also ist tatsächlich auch so. Ich erlebe das wirklich auch im Alltag. Ich habe vor allem dann, wenn ich mich mit meiner Frau eins mache, habe ich richtig eine Schlagkraft. Und ich habe so meine Probleme auch in der Firma, aber wenn ich mich eins mache mit den Nöten der Menschen oder auch mit meinen Arbeitskollegen wenn ich mich hineinversetze in seine Lage, zum Beispiel von meinem Chef, dann habe ich es ganz einfach. Und dann habe ich eine enorme Kraft, kann ich mit reingeben, auch für die Firma und dass wir alle schweben, dann haben wir alle was davon. Danke. Sehr gentlemanlike. Ich komme mal rüber zu deiner Filmfrau. Anna-Sophia, du hast nicht nur in diesem Film, wie wir gesehen haben, eine Hauptrolle gespielt. Hast du noch einen Überblick, wie viele Rollen und seit wann du das machst? Ja, also ich durfte schon seit ich 9 bin, also mit 9 durfte ich meine erste Hauptrolle haben im Film Helden sterben anders. Mit meinem Bruder Joshua zusammen dürfen wir spielen. Dann im Sophie und der Sektenboss auch mit Joshua zusammen. In Karma, ich komme wieder, durfte ich auch mitspielen. Und Männer steht man nicht, da habe ich mit Joas vor allem mitgespielt. Und Vereint geht's besser, wieder alle zusammen. Ja, und als ich halt kleiner war, 4 und 6, dort habe ich Nebenrollen durfte ich spielen in Musicals. Und, so, ja. Und jetzt spielst du eine Muslimin, wie sagt man? Muslima, ja. Muslima stimmt, glaube ich. Muslima, wie ist das? Also ich hätte es mir gewünscht. Also als ich gehört habe, dass ich Muslimin spielen darf, habe ich mich sehr gefreut, weil ich habe viele Muslime kennengelernt und habe gesehen, was die für ein gutes Wesen haben und dass sie vom Herz her, also das ist total verbindet. Sie sagen vielleicht Allah, ich sage Jesus, der andere sagt noch mal was anderes, aber es ist so ein Feeling entstanden und ich habe richtig gemerkt, deshalb habe ich mich auch so gefreut, das zu spielen. Und in den Medien zerreißen die das ja so, auch diesen Glauben. Das hat mir einfach Freude gemacht, um da einen Gegenpol zu setzen in diesem Film. Sie hat auch übrigens einen starken Draht, kann sich schnell wirklich aufbauen zu solchen Türkinnen und so einfach. Frauen, die ja eben dieses Wesen hat sie jetzt auch ein bisschen gespielt. Hat sie heute sich sind auch Türken mit dabei. Sie sind jetzt per Livestream hier. Die haben wir auch kennengelernt. Ja. Wunderbar. Ich wechsle nochmal auf den linken Flügel zu Kai Stephan. Toller Name. Sehr. Habe ich tatsächlich auch nicht gerechnet.
Nein, in Wirklichkeit hast du Joas und bist einer von ganz vielen Geschwistern. Wie viel seid ihr? Ja, wir sind 10, zu Hause noch 7, 3 sind schon ausgeflogen. Ja, alle Schauspieler. Nee. Nur einer? Nee, mit dem Ramon, das ist mein Zwillingsbruder, mit dem habe ich, wie gesagt, schon im Männer stirbt man nicht und auch schon in Helden sterben anders gespielt, wobei dort eine kleine Nebenrolle. Also zu Hause ist bei euch dann nicht 4-1, sondern 7-1? Ja. Und wie funktioniert das? Also ich mache ein Beispiel, ich habe einen verkappten Drillingsbruder, der Timon. Nee, der sieht auch fast schon aus wie Ramon und ich. Einfach sehr ähnlich. Und wir sind vom Wesen her in einigen Punkten sehr unterschiedlich, sind auch schon manchmal ein bisschen aneinander geraten. Aber mir hilft das immer wieder, wenn ich ihn sehe, wie er ist. Ich bin in manchen Dingen so im Stress und oh, keine Geduld und mach's richtig. Und er ist da ganz entspannt und easy und kommt schon gut. Und da spüre ich einfach, dass ich ihn brauche, weil ich in einigen Dingen extrem bin. Und ihn einfach in ihm sehe ich immer wieder den Ausgleich. Ja, da einfach ein Zeichen, hey Joas, warte mal, mal runterkommen, das tut ihm wieder sehr gut. Ja, und das, also ganz praktisch sind das die Dinge, wo man spürt, man braucht einander, man braucht die Gegensätze, man braucht die Ergänzung, man ist alleine nicht perfekt. Ich höre von allen Seiten ja. Das heißt, dann war dieser Film und das Spielen für dich nicht jetzt eine Rolle, sondern du würdest sagen, du kannst diese Prinzipien, diese Mechanismen, die ihr da gezeigt habt, auch wirklich mit deiner persönlichen Situation bestätigen und sagen, es funktioniert. Es geht, es geht. Ja, sehr. Also es gelingt mir nicht immer. Ja. Aber die Prinzipien sind da und also ich kann voll dahinter stehen. Dieser Film, das ist genau die Botschaft, habe ich empfunden. Auch das, was Ivo zu Beginn gesagt hat. Ja, trotz Unterschieden, dass man sich braucht, dass man miteinander etwas tut, miteinander etwas bewegt und dabei über die kleinen Dinge, die vielleicht anders sind, einfach hinwegsehen kann. Ja. Danke. Jetzt schauen wir mal, ob der Ruhepuls schon wieder da ist. Ja? Kannst du schon sprechen? Ich kann wieder sprechen. Ja, wirklich beeindruckend. Du bist ja die Kampfsportbeauftragte eurer Gruppe, oder? Und hast noch ein paar andere Fähigkeiten, wie wir jetzt gerade gesehen haben. Du bist auch nicht nur Schauspielerin, du kennst dich auch mit Gesichtsmasken gut aus, also Gurkenspezialistin. Fand ich einen super Trick. Und du machst auch Musik, haben wir gehört. Willst du uns dazu noch was sagen? Ja, also ich bin fertig mit dem dritten Lehrjahr. Ich bin Musikproduzentin, also Filmmusik bei Panoramafilm und es macht unheimlich Spaß, das kann ich dazu sagen, auf jeden Fall. Und ich werde auch sehr gefördert, also sie haben sehr viel Vertrauen in einen und sagen, du schaffst das und dann schafft man es auch irgendwie, wenn man auch manchmal nicht weiß wie, aber das geht trotzdem. Ist das, was Johannes sagte am Anfang, mit klein und fein, dieses Filmmusikteam, ne? Ja, genau, kann gut sein. Ja, sehr schön, also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, gerade diese Filmmusik am Anfang, als die unterschiedlichen Emotionen und Stimmungen hier so gespielt wurden, das war schon sehr anschaulich und hat uns ein bisschen die Augen geöffnet, wie elementar das ist. Das, was man eigentlich immer so mitnimmt, ist ja doch ziemlich krass. Wo kriegst du deine Ideen her? Gute Frage. Ich bin manchmal einfach im Studio und spiele einfach, was gerade kommt. Und dann meistens, so wie ich mich fühle, kommt dann auch die Musik. Also wenn ich traurig bin, kommt eine traurige Musik. Wenn ich richtig happy bin, kommt eine fetzige Musik. Und wenn ich voll Power habe, kommt halt ein kleines Powerstück, was auch immer. Okay. Aber ja. Wir haben gerade die Umfragezettel gehört. Jetzt möchte ich aber mal euch fragen. Was habt ihr für den Eindruck? Könntet ihr euch vorstellen, dass es eine weitere Folge von diesem Film gibt? Schönen Dank allen Schauspielern von diesem Film. Herzlichen Dank.
bis zum nächsten Film.